In diesem Video zeige ich dir, wie du mit einer speziellen und schmackhaften dreidimensionalen Übung dein zeichnerisches Können verbessern kannst. Unter anderem mit einer Paprika. Ob gelb, orange oder rot, das überlasse ich dir. Und weil wir gerade dabei sind, nehmen wir noch eine Banane gleich dazu. Um ein Objekt räumlich erfassen und kennenlernen zu können, ist dessen Modellierung in Ton oder Modelliermasse die beste Option. Hat man diese nicht, hilft dafür die Kreuzkontur-Linienskizze. Konturlinien sind Umrisse. Sie definieren typischerweise die Kanten eines Objektes oder die Kanten von Details innerhalb eines Objektes. Du kannst sie dir wie eine dreidimensionale Polygondarstellung von Objekten in zum Beispiel Computerspielen vorstellen. Vorzugsweise in älteren Spielen oder aktuell als bewusstes Stilelement, auch Low Poly genannt. Das Verständnis von Kreuzkonturlinien und ihre Anwendung in einer Zeichnung ist sehr wichtig, um das zeichnende Objekt räumlich besser zu verstehen. Kreuzkonturlinien umfließen den Gegenstand und definieren dessen groben Umriss, wie auch Form, Wölbung und Perspektive. Grundsätzlich sind es angedeutete Linien und dienen als Vorlage. Diese Linien können sowohl gerade als auch geschwungen verlaufen. Für diese Übung brauchst du natürlich eine genug große Vorlage. Ich empfehle dir die konventionelle A4-Größe. Bei größeren Vorlagen könntest du dich zu sehr in den Details verlieren, bei kleineren ist es schwierig, die genauen Konturen zu finden und herauszuarbeiten. Du kannst deine Vorlage auf folgende Arten angehen. Ohne Hilfsmittel, dafür aber am schwierigsten umzusetzen, kannst du deine Vorlage direkt aufs Blatt in der gewünschten Größe abzeichnen. Würde ich in diesem Fall eher davon abraten, weil du sonst zu viel Aufwand aufs Abbilden aufwendest und das ist nicht der Sinn dieser Übung. Wenn du eine Objektvorlage online gefunden hast, dann drucke sie am besten auf ein A4-Blatt aus. Das gleiche gilt, wenn du sie selber fotografierst. Wenn du sie aus einem Magazin oder Heft hast, dann benutze direkt die Originalvorlage. Du kannst dazu ein Leuchtpult nehmen und dann auf einem Blatt das Motiv direkt nachzeichnen. Wenn du kein Leuchtpult hast, funktioniert sehr gut auch ein Transparentpapier. Alternativ geht auch ein leicht transparentes Backpapier. Denke daran, es handelt sich auch hier nur um eine Übung und nicht um ein Kunstwerk an sich. Ich benutze für diese Übung ein iPad. Das geht auch mit einem Grafiktablett und einem PC. Oder sogar auf einem Smartphone. Hier empfehle ich dir aber immer den Gebrauch von einem Zeichenstift, wenn möglich. Fingerzeichnen ist nicht besonders genau. Als Beispiel habe ich eine Banane, eine Paprika, meine Hand und ein Gesicht gewählt. Die Vorlagen sind unterschiedlich in der Komplexität und im Formenfluss. So siehst du hier eine gute Bandbreite an Möglichkeiten und kannst für dich abschätzen, wo du anfangen möchtest. Der Prozess ist über alle Vorlagen der gleiche. Zuerst umranden wir das Objekt, bevor wir uns mit dem Innenleben beschäftigen. Von der Umrandung ausgehend können wir hier schon die markantesten Linien setzen, welche das Objekt besonders auszeichnen, sozusagen die tragenden Wände des Objektes hervorheben. Diese dienen uns später als Basisskelett. Haben wir dieses gesetzt, können wir dann die kleineren, oft gegenseitig liegenden Linien am Objekt ausarbeiten. Hier wird dann die Krümmung am Objekt sehr gut sichtbar und man kann sogar durch korrekte Abstände die optische Verkürzung sehr gut darstellen. Auch hier darauf achten, dass die Abstände der Linien mit zunehmender Entfernung immer kleiner werden. So sehen wir auch, dass die Kreuzkonturlinien uns hier auch etwas übers Licht und über Licht und Schatten erzählen. Wir merken intuitiv, welche Stellen eher heller sind und welche eher natürlich im Schatten liegen, welche Stellen sich besonders nach außen wölben und welche in die Tiefe gehen. Nach einigen solcher Skizzen wirst du dein dreidimensionales Verständnis für diverse Formen schon verbessert haben. Du wirst anfangen, Dinge, Objekte dann in deinem Kopf dreidimensional aufzubauen, bevor du überhaupt einen Strich gesetzt hast. Suche dir eine Vorlage aus, die klar für sich steht, also nicht gerade einen bunten Blumenstrauß, sondern vorerst nur die Vase, also ein in sich abgeschlossenes und für dich verständliches Objekt. Diese Übung ist vielleicht ein bisschen trocken, weil sie eine akribische Herangehensweise erfordert. Darum entfaltet sie ihr Potenzial auch erst nach mehreren Versuchen. Du wirst aber sehen, dass das Linienspiel aber immer spannend bleibt und dass du die gleiche Vorlage auch nach mehreren Versuchen immer ein bisschen anders interpretieren wirst. Darum wünsche ich dir hier viel Geduld und Durchhaltevermögen. Und apropos Wünsche,
Über ein Däumchen nach oben und oder einen Kommentar von dir freue ich mich natürlich besonders. Du kannst natürlich sehr gerne auch ein Abo dalassen, falls du noch keines hast. Das hilft mir und den Inhalten auf diesem Kanal noch besser und informativer zu werden und ein bisschen zu wachsen. Und wenn du meine Arbeit unterstützen möchtest, kannst du das mit einer kleinen Spende auf Buy Me a Coffee tun. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Also ganz lieben Dank dafür. So, nun gehen wir zu den anderen Objekten über. Und das ist die Paprika und dann meine Hand und ein Gesicht. Und wie gesagt, der Prozess bei allen Formen eigentlich ist immer der gleiche. Du gehst vom Umriss aus und zeichnest dann die Stützelemente sozusagen des Objektes, die markantesten Linien. Und von denen aus kannst du dann weiter in die Details vordringen. Orientiere dich wirklich ruhig am Objekt, du musst da nichts neu dazu erfinden. Wichtig ist, dass dir das Licht und der Schatten am Objekt eine Orientierung geben, wo du die Linien setzen möchtest, also musst, solltest, in welcher Perspektive, in welchem Abstand, also orientiere dich wirklich da am Licht und am Schatten. Das hilft extrem, darum wähle auch Objekte, die gut ausgeleuchtet sind oder die einen stärkeren Schatten werfen, die das Volumen des Objektes gut darstellen und an denen du dich wirklich sehr gut orientieren kannst. Es ist eine Übung, die du wiederholen solltest, die du an verschiedenen Objekten ausprobieren solltest, damit sie auch ihre Wirkung entfalten kann, damit das bei dir in der Memory, im Gedächtnis da wirken kann und dass du ein Gefühl dafür kriegst, wie die Formen verlaufen, wie sie sich anfühlen, genauso wie wenn du mit Ton oder Modelliermasse arbeiten würdest. Das ist so, die haptische Arbeit auf einem Blatt Papier. Besser geht's meiner Ansicht nach fast gar nicht. Darum ist es auch wichtig, dass du eine Vorlage hast, auf die du direkt zeichnen kannst. Ja, ich hoffe, das Video hat dir geholfen, dich weitergebracht. Wir sehen uns sicher beim nächsten Video. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg und Freude beim Ausprobieren. Mach's gut, auf bald!